Ja, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4. Ja, nachdem ich in der Folge davor ein bisschen planlos an den Pendeln hin und her geschwungen bin, habe ich hier einen Hinweis bekommen. Und da schauen wir jetzt mal, wie wir das machen. Zwischen den Gewichten. Okay, ich weiß immer noch nicht, wie die das meinen. Ich muss mal schauen. Das ist jetzt ganz unten. Kommen wir da noch höher rauf? Jetzt schauen wir mal. Okay, da komme ich nicht höher rauf. Jetzt hier den da. Genau, und immer so, bis ich irgendwann wahrscheinlich oben bin. Und hopp, spring noch mal. Das ist wirklich klasse gemacht. Also gefällt mir sehr gut gerade. Also das ist saugeil gemacht. Richtig, richtig cool. Moment, ich muss noch mal rauf. Geht es? Okay. Hier bricht alles zusammen im alten Turm. Das war viel zu knapp. Okay. Bist du okay? Ja, komm los. Wie geht es weiter? Wir sind oben. Ist da irgendwo ein Hinweis oder was zum Drücken? Hier? Naja, dann einfach mal ans Zahnrad. Pass auf deine Finger auf. Nein, alles klar. Vertrau Okay. mir. Wohin? Nach unten macht keinen Sinn, da kommen wir ja her. Kann er sich da durchquetschen? Nee. Ah, hier auf der anderen Seite. Ah, das ist doch mal wirklich genial gemacht, oder? Also Leute, wenn das nicht klasse ist, also hier freue ich mich gerade richtig, wie genial das Spiel geworden ist. Wirklich lobenswert. Ich hatte mal was mit einer lieber Löwe. Ich habe irgendwo gelesen, dass sogar der Xbox-Chef hier das Spiel richtig gut findet. Das ist ja schon eine Auszeichnung. Wenn die Konkurrenz ein Produkt vom Mitbewerber lobt. Okay, nicht aufgepasst. Was hat er gemacht? Ich habe überhaupt gar nicht zugehört, was jetzt überhaupt der Plan ist. Skorpion, alles klar. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Ah, hier, das ist wieder ein. Das sind wieder die Sternzeichen. Ich mache nochmal schnell. Ich muss wissen, was da gerade passiert ist. Achtung. Achtung. Okay. Nate, nimm eine andere. Ist nichts passiert. Ah, okay, alles klar. Hier müssen noch mehrere Möglichkeiten geben, dass man hier die Kirche oder die Glocken schlägt. Ich sehe das schon da drüben. Gut, wir klettern weiter nach oben. Ah, wie geil. Also das ist ja wirklich klasse gemacht. Jetzt sind wir beim Skorpion. Skorpion. Achtung. Stimmt, Skorpion. Und, was passiert, Leute? Oha. Nate, die hat funktioniert. Das Skorpionschloss ging gerade auf. Okay, ich gehe zur nächsten. Okay. Das haben wir gemacht. Dann zur nächsten. Beim Löwen waren wir, jetzt gehen wir zum Stier. Oh, das war ja äußerst blöd. Ah, nee, warte mal. Wir müssen. Der Stier ist da oben. So, wie kommen wir da hin? Moment, ich habe es jetzt gerade völlig verdengelt. Ich muss mal schnell hier runter. Das war ganz schön hoch. Also hier war mal gerade, oder? Genau. Das hat ja wirklich hervorragend geklappt. So. Da war mal. Jetzt müssen wir da zum Stier irgendwie kommen. Na. Kann er den Sprung da nicht schaffen, oder wie? Scheinend nicht, ne? Oder?
Nee, der springt da nicht rüber. Das wundert mich direkt. Dann schauen wir, dass wir einen anderen Weg finden. Aber das dürfte auch nicht so dramatisch sein. Das Hammer. So, dann. Nein, was mache ich? Achtung, gleich mal wieder nach oben. Zieh dich nach oben, Nate. Ja, und jetzt? Der muss doch da. Moment, Leute. Also, was ist denn da faul? Der muss doch da rüber springen können, oder? Oh nein! Gott sei Dank überlebt. Wenn wir schon hier sind, können wir nochmal hier. Wassermann. Ich weg, nette Mensch. Da mussten wir eh noch hin. Aber eigentlich wollte ich hoch zum Skorpion. Ah, danke! Und? Zwei geschafft, zwei übrig, Junge. Okay. Steht's? Muss das nach Reihenfolge gehen, oder wie? Okay, ich weiß gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Was haben wir jetzt? Skorpion und Wassermann. Okay, Skorpion und Wassermann. Wie kommen wir da hoch? Ah, warte mal. Lassen wir uns mal da runterfallen. Schauen wir mal hier. Vielleicht mal durchs Ding springen, durchs Pendel oder durchs Zahnrad ans Pendel dran. Okay, und was wird passieren? Ah ja. Und nu? Jetzt noch höher? Ja. Nee, geht nicht höher. Was ist zu tun? Hm. Ist gerade die große Ratlosigkeit bei mir ausgebrochen. Springt aber nach oben. Kann ich da runter schon springen? Ich sehe den Boden leider gar nicht. Nur ich befürchte, wenn ich jetzt loslasse, dann war es das für mich. Gewicht hochfahren. Was muss ich? Und dann, wenn das hochgefahren ist, kann er hier hin. Alles klar. Also die Hinweise finde ich schon klasse. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Löwe. Haben wir den nicht schon? Bin schon ganz durcheinander. Achtung, gleich kommt der laute Kirchenschlag wieder oder Glockenschlag. Löwe! Löwe ist auch geschafft. Okay, nur noch eine. Nur noch eine. Der Wassermann, oder? Wo ist der? Ah, hier drüben. Alles klar. Also alles klar bedeutet bei mir immer, ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Aber ich muss sagen, hier, das ist mal wirklich, was mir wirklich super an dem Spiel wieder gefällt. Skorpion haben wir schon. Wo ist der Wassermann? Der ist da drüben. Wie kommen wir da hin? Das Brett lädt ja der Zirix dazu ein. Da drauf. Da ist er ja schon. Nein! Oh doch. Ich habe gedacht, ich bin daneben. Oh. Nutzen Sie das Pendel, um die Stierglocke zu erreichen. Okay. Hä? Darf ich das erstmal machen? Und du? Ich meine, Stier ist jetzt dran. Ach, haben wir Wassermann schon? Anscheinend. Also, wir müssen das Pendel benutzen, um an die Stierglocke zu kommen. Ist das da oben die Stierglocke oder wo ist die? Da oben ist Stier, okay. Na, dann probieren wir das mal aus. Dann pendelt das schon hier in der Nähe. Nee. Kommen wir da hoch, liebe Leute. Ich überlege.
schon irgendwie klappen. Nutzen Sie das Pendel. Okay, ja. Ich müsste mich irgendwie an der anderen Seite am Zahnrad hochziehen. Aber geht das? So in den Zacken reingreifen? Nee, der macht das gerade nicht, aber ich hatte ja schon öfter mal so Sachen. So, so hätte ich es gern. Nur auf der anderen Seite. Aha, okay, aber auch gut. Ah ja, okay. So war gar nicht der Plan. Dann ein bisschen höher. Also das ist ja wirklich mega cool gemacht. Und dann muss ich, lass mal schauen, wie springe ich denn am dümmsten? Naja, einfach rüber, gell? Und hepp. Jawoll. Also, astrein das Spiel. Astrein, astrein. Naja, dem geht's bestimmt gut. Was steht da? Naja, dem. Ist ein Akku leer. Ein bisschen leer. Okay. Stier. Ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir der Abschnitt in dem Spiel am allerbesten. Das ist sowas von toll gemacht. Und du? Grandios, also wirklich herausragend ist das Spiel. Verdammt, das war's. Mehr nicht. Aber hey, da ist diese große Glocke ganz oben. Warte, ich geh da hoch. Okay. Los geht's. Ui. Hoppala. Wie genial, also das Spiel ist echt ein Genuss. So, und nu? Was hat er gesagt? Er will zur großen Glocke. Oh, das ist aber noch ein weiter Weg. Was ist da für ein Hebel? Oh, kann man den ziehen? Ja. Oh, cool. Jetzt ist das Uhrwerk stehen geblieben. Bleibt der unten? Schaut so aus. Dann können wir da. Schnell weiter. Schnell weiter. Okay. Bisschen Laufband hier. Ui, das war knapp. Und nun da raus, oder wie? Oh, ich glaub's gar nicht. Wie genial, Leute. Schaut euch mal das an. Tolles Panorama, kann ich nur so weitergeben. Und nu? Falsche Uhrzeit. Den Sprung schafft er nicht. Aber ach, da unten kann man eventuell. Warte mal. Da kann man ja laufen, oder? Oder? Soll ich mal loslassen? Der lässt gar nicht erst los. Nee. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Weil das klappt ja gut. Aber wir kommen nicht rüber. Der Uhrzeiger müsste auf, naja, 10 nachstehen. Dann helfen wir mal wieder rein. Und da schauen wir mal, was da noch los ist. Zocki Reidu. Fucky. Doch nicht. Ja, irgendwie bin ich gerade zu blöd, da reinzugehen. Jetzt, okay. Ich muss die Uhrzeit verändern. Oh weh. Das hat Spaß gemacht. Glaube ich jedenfalls. Okay, ich komme gar nicht höher wie da, oder? Kann ich da auf die Uhr klettern? Oh, tatsächlich. Ja, tatsächlich, man muss die Uhrzeit verstellen. Noch ein Stück. Ich glaube, das reicht. Geil. Also das Spiel ist so genial. Hey, das ist Wahnsinn. Es taugt halt immer mehr, gell? Nein. Perfekt. Naja, wie wir zurückkommen, sehen wir dann schon noch. So. So, großen Sprung.
Wahnsinn, Leute. Gebt euch mal das. Gebt euch diese hammergeile Grafik. Okay, wo müssen wir hin? Bisschen weiter runter, oder? Also, das kann man nicht besser verfilmen. Hoppala. Ist ja wirklich hier vom Feinsten. Und nun? Geht da noch was? Wahnsinn. Also, genial. Wirklich mehr als genial. Ich freue mich wirklich, dass ich das gerade spielen kann. Alles klar. So, lass mal gucken. So, jetzt hier irgendwo wieder rein. Und dann können wir an die Glocke, oder wie war das? Ich hab schon wieder... Ich bin da immer nur so mit einem Auge dabei oder mit einem Ohr in dem Fall. Ah, hier, okay, alles klar. Das wird richtig laut. So. Ui, 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 ui. Sally, Achtung! Sorry, der Griff ist abgebrochen. Okay, und nun? Ja, nun musst du hier selber dran. Verdammte Axt. Ah, hier dran springen, oder wie? Ah, von der anderen Seite ist einfacher. Oder? Okay, los geht's. Aha. Moment. Mach mal. Ah, man muss sich schon ein bisschen mehr bewegen. Man kann auch nicht einfach Knopf drücken, man muss schon den Knöpfe drücken, man muss hier absolut den richtigen Rhythmus finden. Oh, 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 kommt eine Glocke geflogen. Okay. Wo muss ich mich hinpendeln? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Alles klar. Los, 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 so. Okay. Also wirklich genial. Genial, mehr als genial. Also, wenn's, weiß nicht, ob es gibt bestimmt irgendwie so einen Videospiele-Superpreis, der ähnlich ist wie der Oscar. Das Spiel hat diesen Preis verdient. Verdammt nochmal. Hey, Sally. Oh, Scheiße. Wenigstens ist die Tür offen, was? So geht es natürlich auch. Alles okay? Keine Ahnung. Bei dir? Tau. Komm, mal sehen, was Avery für uns bereithält. Wahnsinn. Also wirklich grandios, noch mehr als grandios. Jetzt haben wir halt den Turm zerstört. Was gibt's da Schönes? Okay. Schau, die Münze. Willst du sie? Ja, klar. Warum nicht? Mal sehen, was da unten ist. Mit etwas Glück. Haufen von Gold und Juwelen. Sam, endlich. Bist du okay? Wow. Ich habe den Turm durchsucht. Nichts gefunden. Tja, das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber. Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Komm. Gut. Wahnsinn. Wirklich geil hier. Ja, dann machen wir Folgendes. Leute, wenn ihr wissen wollt, was sich nach diesem langen Treppenabgang verbirgt, einfach nächste Folge wieder einschalten. Würde mich freuen. Bis dann. Ciao. Servus.